Leute, in der heutigen Folge schauen wir uns mal an, was passiert, wenn man mit einem Lamborghini oder mit anderen Autos einfach durch Ketten durchfährt, die während der Fahrt einfach immer weiter nach unten sinken und das Auto komplett auseinandernehmen. Wir haben ein Auto dabei, mit dem wir einfach fliegen können und wir haben eine Map am Start mit einfach 5000 Rampen und noch viel mehr absolut kranke Sachen beim Crash Test Simulator. Ja Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen BeamNG Video hier auf meinem Kanal. Leute, wir zocken euch heute nochmal die Crash Simulator. Ihr seht es im Hintergrund und heute, ich habe mir wieder so kranke Mods ins Game rein installiert. Und Grüße gehen auch raus an der Stelle an Oprox und gerade auch an iCrimex. Die zwei zocken das Game auch. Wenn ihr Bock habt, vielleicht machen wir einfach mal ein Video zu dritt zusammen. Weil gerade Prox hilft mir halt auch immer, diese ganzen Mods zu installieren. Deswegen Kuss auf deine Augen. Haare, hä? Und halt einfach unter anderem, ihr seht es gerade ja auch im Hintergrund, einfach so ein Mini-Auto mit so Flugzeugdüsen. Ich weiß nicht, wie krank dieses Auto abgehen wird, aber wir werden es jetzt gleich auf jeden Fall mal ausprobieren. Neben dem Auto habe ich ja noch ein Auto, was einfach fliegen kann. Es hat Flügel, aber ob es fliegt, weiß ich noch nicht. Das müssen wir gleich noch ausprobieren. Ich habe ein Drag Race Car, so eins aus Amerika, mit so 5000 PS, was innerhalb von einer Sekunde auf 10 Millionen Kamera ist. Und generell, Leute, ihr seht es im Hintergrund, wir haben wieder richtig fette neue Maps am Start. Und wir werden am Ende sogar auf einer Map fahren, wo so ganz viele Ketten sind. Ihr habt es ja am Anfang schon gesehen, die so nach unten gehen und werden da mal ganz viele Autos durchjagen und einfach mal gucken, was passiert. Deswegen, Leute, lasst schon mal gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefällt. By the way, Leute, kleiner Real Talk, die letzte Folge hat 280.000 Klicks, aber ihr habt es nicht geschafft, 100.000 Likes zu schaffen. Gott sei Dank, sonst hätte ich mir dieses Auto kaufen müssen. Und ich wollte nur kurz anmerken, das Ganze ist jetzt beendet, weil jetzt kommt die zweite Folge und erzählt das nicht mehr. Also falls ihr jetzt noch liked, seid ihr leider zu spät. Kann man das im Nachhinein überhaupt so sagen? Ich weiß es nicht. 100.000 Likes werden wir eh nicht schaffen, also scheiß drauf, Leute. Ich würde sagen, wir labern nicht lange drum herum. Wir checken jetzt erstmal ab und rasen jetzt hier mal runter. Ich bin mal gespannt, macht man da Saltos oder was wird abgehen? Okay, wir geben jetzt mal Gas und... Wir sind einfach aufgesetzt. Ich kann nicht Gas geben. Bruder. Was, Bruder? Die Frage ist gerade, wie können wir diese Turbinen anmachen? Weil bei dem Bus, den wir letzte Folge hatten, gab es ja hier noch so einen extra Knopf. Aber wenn wir Motor normal anmachen, warte, ich gebe jetzt mal einfach Gas. Passiert halt nicht. Wir haben einfach, ihr seht es, von der Cessna, von dem Flugzeug nach Cessna. Ich glaube, das ist so ein Privatjet. Davon haben wir einfach die Antriebsdinger. Bruder, aber wo ist der Knopf, dass wir starten? Warte, ich mach nochmal an. Erst recht, Leute, wenn man in diesem Auto sitzt, gönnt euch mal so, man guckt so da rein, so alles ganz normal, und dann guckt man so nach links. Okay, aber wie können wir jetzt Gas geben? Ja, lenken geht. Er fährt nicht. Ist diese Mod kaputt oder was? Egal, ach komm, wir lassen es nicht flachsen. Okay, Leute, ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal den Bus geholt. Der hat ja auch hinten diese Düsen dran und die kann man auf jeden Fall mit T aktivieren. Uff, und go. Und go, wir fahren jetzt einfach mal. Das Ding ist, irgendwas ist schon kaputt. Warum? Bruder, oh mein Gott, geht das überhaupt? Ja! Wo fliegen wir hin? Putz! Ich mach den Turbo mal besser aus. Junge! Was ist mit dem Bus? Der sieht aus wie so ein... Boah, wie nennt man das? So ein Aal im Wasser, Junge. Was ist das? Warte. Turbo an! Okay, Leute, also dabei geht es auf jeden Fall mit T. Deswegen, ich würde sagen, wir checken das noch einmal aus. Diese ganzen BeamNG-Mods, wenn man sich die drauf lädt, das ist halt immer... Man muss auf Real Talk einfach nur Glück haben, dass es funktioniert. Deswegen, wir checken das nochmal ab. Und ich drücke T, seid ihr bereit? 3, 2, 1, go! Jetzt, sie drehen sich, aber es bringt nichts. Aber warte mal, ich habe einen anderen Plan. Bleiben ja immer da hängen. Dann nehmen wir jetzt mal einfach ein anderes Auto. Fahren damit jetzt hier hin und tauschen jetzt schnell. Bam. Und jetzt haben wir den hier. Okay, Leute, let's go. Und Boost! Ich drück T, es passiert nichts. Hä? Oh mein Gott, es ist übel schwer zu lenken. Hä? Was passiert jetzt? Und? Ja. Aber das Ding ist, Leute, ich habe zwei Autos mir ausgesucht. Es gibt ja auch noch den hier. Und das Geile bei diesem Auto, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, wenn man hier auf Fahrzeuge klickt. Hier gibt es auch kein Bild, weil es eine Mod ist. Aber wenn ihr draufklickt, gibt es noch einmal mit Dual Rockets. Mit AWD-Stock und Rocketplane. Und wenn man das auswählt, Bruder, was ist das für eine Karre? Und ich würde sagen, warte, bevor wir mit der jetzt aber fliegen, wählen wir den noch einmal in Normal aus und testen jetzt erstmal die Rampen hier aus. Okay, die haben wir jetzt schon einmal gemacht. Sagen wir, fahren mal ein bisschen weiter links zu der anderen Rampe. Das wird die auch mal auschecken. Und dann würde ich sagen, Leute, fahren wir jetzt mal hier runter. Okay, wir müssen genau da reinkommen. Und Vollgas. Junge, wir fliegen. Okay, ich sag safe, wir fliegen bis zum Berg. Und... So, dann probieren wir es jetzt mal aus. Okay, let's go. Und genau gerade. Ja. Boop. Und wir fliegen. Oh no.
Ja. Und das Auto ist jetzt nicht wie eben so dieser Aal, sondern der sieht jetzt, der sieht so aus. Aber warte mal, sehen wir jetzt eigentlich noch den von eben? Oder nee, der war ganz woanders, glaube ich, unter Wasser. Aber warum machen die da Wasser hin? Es wäre viel cooler, wenn da kein Wasser wäre. Aber ich würde sagen, Leute, die Rampe probieren wir jetzt auch noch aus. Aber dafür holen wir uns nochmal ein anderes Car. Komm, wisst ihr was? Wir holen mal mein Real-Life-Auto, Leute. Meinen AMG GT 63S, Bruder. Und fahren damit jetzt mal ganz links über die Rampe. Warte, wo geht's runter? Da. Okay, let's go, Leute. Wir probieren jetzt einfach unser Bestes. Und geben Kickdown. Ist sogar der Prabus, der ist noch schneller als mein echter. Und wir müssen genau wieder reinfahren, ganz genau landen. Ja, nein. Mann, es kann doch nicht so schwer sein, Leute. Hier nochmal, warte mal. Man muss ganz genau in dieses Ding reinkommen. So muss es funktionieren. Leute, ob wir es schaffen oder nicht, das sehen wir jetzt. Wir sind komplett gerade, wir sind... Hä? Wir waren doch gerade, Mann. Warum geht denn das nicht? Guck mal, wir kommen sogar bis oben hin, aber es bringt mir nichts. Da kann man doch auf Real Talk nur mit einem Motorrad reinfahren. Ach, muss los. Okay, ich guck mal, was wir noch für Rampen haben. Okay, die eine, ich brauch's die gar nicht probieren. Da gehen so verschiedene Stufen hoch. Da können wir eh nur sterben. Ich würde sagen, wir probieren noch einmal die XXL-Mega-Rampe, die man hier links sieht. Und ich würde sagen, wir fetzen jetzt einfach mal rein. Das Auto, was wir haben, ist ja eigentlich auch übertrieben schnell. Brabus 700, deswegen Kickdown, gib ihm. Und wir rasen jetzt voll rein. Was sagt ihr, schaffen? Ich sag, wir schaffen's. Wir kommen ganz hoch. Ja, egal, wir kommen hoch, auch ohne Stoßstange. Mein Auto brennt. Warte mal. Warum brennt mein Auto? No! Ah! No! No! Aber es wird gelöscht. Bruder hat alles gedacht, aber... ich glaube, der ist... kaputt. Okay, die hier, die wird. Die schaffen wir safe call. Und ich glaube, da fliegen wir übertrieben weit, Leute. Kickdown, gib ihm. 90, 100, 110, 120, komm, 140, komm, 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 komm. 150! Boom! Ja! Boom! Oh! Und putz! Junge! Stopp, 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 nicht ins Wasser, nein! Warum müssen wir jedes Mal im Wasser landen, aber? Herr, auf Real Talk, dafür, dass wir so krass geflogen sind, sah unser Auto eben viel, viel krass beschädigt aus, oder? Vom Schaden her, ich glaube, das könnte man noch reparieren. Aber egal, ich habe keinen Bock mehr zu warten und ihr wahrscheinlich auch nicht, Leute. Wir wählen jetzt den DSC FT40 Rocket aus und gönnen uns das Rocket Plane, Leute. Und let's go, der Hase. Sieht so fett aus. Ich guck mal ganz kurz. Ey, es ist bei dem Auto, steht halt nirgendwo dabei. Wie können wir diese Turbodüsen aktivieren? Ich glaube, die haben die nur reingemacht, damit es gut aussieht. Aber wir müssen mal gerade überlegen, damit wir richtig fliegen, wäre die Rampe, glaube ich, kacke. Wäre die auch kacke, die auch kacke? Ich glaube, wir nehmen da die. Über die sehen wir gerade auch. Oder nee, wir holen die ganz aus. Ich glaube, über die ganz außen können wir richtig einen reinhauen. Hä? Ich fliege jetzt schon. Ich fliege schon. Guck mal, meine Vorderreifen fliegen. Hey, warum? Denkt ihr, wir können in der Luft überhaupt lenken? Weil das BMG ist halt voll realistisch und eigentlich können wir nur die Reifen lenken. Aber das bringt ja in der Luft nichts, oder? Was ich mir aber auch vorstellen kann, dass wir jetzt gar nicht die Rampe berühren. Wenn ich jetzt hier runterfahre, okay, wir müssen ganz langsam fahren. Ja. Vielleicht nicht so langsam. Okay, Leute, wir brauchen Anlauf. Wir dürfen auch nicht zu schnell fahren, sonst fliegt das Auto direkt. Es fliegt. Wir fliegen. Oh mein Gott, wir sind daneben gesprungen. Wir wären eigentlich gestorben, aber wir fliegen. Let's go. Okay, wir fliegen ein bisschen nach unten. Dann werden wir schneller, glaube ich. Nee, werden wir nicht. Hä? Leute, wir fliegen einfach in BMG. Gönnt euch das mal. Oh mein Gott, das sieht übertrieben krank aus. Leute, was geht hier? Oh shit! Warte mal! Ich kann nicht lenken! Ich kann nicht lenken! Ich kann nicht lenken! Nein! Hä? Wo fliege ich denn jetzt hin? Egal, Leute, wir fliegen jetzt in den Ozean. Wir fliegen einfach ins Meer rein. Wisst ihr warum? Es interessiert mich nicht, Digga. Wir fliegen jetzt einfach da rein, Digga. Warum lenkt der nach rechts? Ich drück A! A ist links! Okay, ich drück D. Es bringt nichts, egal wo ich hinlenke. Er lenkt hier in die Richtung. Jetzt geht er nicht mal kaputt. Jetzt landen wir einfach irgendwo im Ozean. Hä? Das macht doch keinen Sinn! Bruder! Ja, also das war ein cooler Crash. Warte mal, das muss doch geiler gehen. Wir fetzen jetzt hier einfach und ich lasse alles los. Wir lassen einfach alles los. Digga, das juckt ihn nicht. Er fliegt einfach trotzdem. Hä, wie krank. Was hat das Auto für eine Aerodynamik, dass der einfach fliegt? Guck mal, ich kann jetzt sogar lenken. Ich drück mal A.
Ihr seht die Reifenlängen, aber es interessiert das Auto Scheißdreck, Digga. Der fliegt einfach geradeaus weiter. Nimm die Folge doch alleine auf, Auto. Warum machen die ein Auto, was man nicht steuern kann? Ja, es ist cool, es kann fliegen, aber... gönn wenigstens, Bruder. Flieg wenigstens gegen den Berg oder so. Irgendwas will ich sehen, wie du kaputt gehst. Ich glaube, der hört auf mich. Wir fliegen gegen den Berg. Oder vielleicht... Oh mein Gott, vielleicht landen wir sogar auf dem Berg. Ich glaube, es geht gar nicht so viel kaputt. Es wird nicht so viel kaputt gehen. Lol. Wir können weiterfahren. Oh mein Gott, wir können weiterfahren. Was? Okay, jetzt. Ah, nee, das ist nicht so gut. Ja, nee. Hey, Bruder, warte mal. Warum ist da Wasser? Mann. Okay, Leute, eine letzte Sache will ich jetzt noch machen, bevor wir die Map ändern. Ihr seht es im Hintergrund. Ich habe mir da so ein Ding hingespawnt und ich glaube, das wird unser Leben komplett auseinandernehmen. Ich habe mir, weil ich wollte jetzt nicht mit irgendeinem leichten Auto da reinfahren, ja nochmal die dickste Version von dem Bus geholt. Und ich würde sagen, wir fetzen jetzt mit Nitro da einfach mal rein. Rein mit der Olga und Vollgas. Oh mein Gott, was passiert? Yo, tschüss. Yo, yo, wie schnell... Yo. Nicht raus. Der ist freckt. Junge, ich finde das so krass, wie so ein Riesenbus auf einmal so ist. Aber Leute, zu guter Letzt werden wir uns jetzt noch diese Map hier reinziehen, wie einfach tausende Ketten an einem Stück sind. So richtige Stahlketten, wo eigentlich nichts durchkommt. Und wir da mit einem Auto durchfahren müssen. Das Ding ist, ihr seht es im Hintergrund, das Video ist von Rackstation. Ich habe diese Map gesucht auf der ganzen Welt. Ich habe es nicht gefunden. Und deswegen wollte ich sagen, Leute, wir labern nicht lange drum herum. Wir gucken uns das Video jetzt einfach mal an. Schaut sehr, sehr gerne bei Rackstation vorbei. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Alles, was BeamNG angeht, da findet ihr die krankesten Clips und die krankesten Maps. Deswegen checkt das Ganze mal ab. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach rein. Ich bin gespannt. Let's go, der Hase hier direkt mit so einem Pickup-Truck. Oh mein Gott. Die Dinger gehen ja runter. Er ist voll schnell gestorben. Und jetzt wird er noch nach unten gedrückt. Die Ketten werden sich durchs Auto bohren. Oh mein Gott! Und es explodiert. Alter, das ist wie so ein Saw-Film einfach für Autos. Real Talk. Boah, krank. Okay, Tasty Cola-Wagen. Der wird direkt frecken. Lol, der hält voll lange durch. Und ja, jetzt. Yo! Komplett gehopst. Oh mein Gott. Okay, krank, Leute. Krank, Leute. Was kommt als nächstes? Lamborghini Huracan. Der wird einfach durchfahren. Der wird einfach durchfahren. Oh, es wird knapp. Es wird knapp. Oh. Bruder, warte mal. Bist du eigentlich dumm? Der schafft so fett gegen Steiniger. Junge. Okay, krass, aber nur durch die Ketten hat er vielleicht ein paar Kratzer bekommen und Spoiler ist weggeflogen. Aber ansonsten, Digga, ansonsten hat er echt gut durchgehalten. Okay, hier ist ein amerikanisches Auto. Oh, aber im allerletzten Ding. Okay, krass. Und kaputt. Allein der Druck, der von oben kommt, wenn die Ketten runter auf dein Auto, vorbei. Okay, der wird beim ersten. Real Talk beim allerersten. Ja. Jo! Einfach komplett Auto weg! So das Auto weg, nur diese Unterschienen sind noch weitergefahren. Alter, krank. Boah, was ist das? So Limousine-mäßig. Boah, die ganze Motorhaube ist so nach hinten geknickt, Leute. Und bam, Digga, kaputt. Boah, krass. Und der allerletzte Clip für heute. Familienwagen mit Monster Truck Reifen? Ja, ich weiß schon, was passiert. Wow! Komplett auseinandergenommen. Oh mein Gott. Ey, es ist zu krank, ich schwör's euch, Leute. Es ist einfach zu krass. Deswegen auf Real Talk, wenn ihr Bock habt, Leute, checkt das Game auf jeden Fall mal ab. BeamNG, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Es kostet gar nicht viel, das könnt ihr bei Steam finden und sowas. Und klar, halt hier so krasse Sachen hinzubekommen, wie wir jetzt gerade geschaut haben, ist relativ schwer. Ich habe auch mal ein bisschen rumgeguckt, da findet man nicht direkt was. Aber es gibt halt auch super viel andere Sachen, die einfach komplett krank sind. Deswegen checkt das Ganze gerne mal ab, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo nicht vergessen, damit würdet ihr mich riesig unterstützen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Ciao.